Nein, definitiv nicht. Es sind einfach teilweise über 3 Kilometer Schulweg und das kann man einfach meistens auch mit dem Fahrrad nicht unbedingt geil bewältigen, vor allem nicht im Winter und frühs und nein. Ja, also Nürnberg ist schon sehr groß, finde ich. Also ich brauche in die Schule 8 Kilometer und das ist immer noch die nächste Schule für mich. Und für mich ist es in den Wintermonaten echt schwer, da hinzulaufen. Ich müsste von Schwabach bis zum Ostbahnhof fahren und es ist also laufen und es ist unmöglich. Dafür bräuchte ich was weiß ich wie viele Stunden. Naja, ich muss sagen, ich wohne in Altenfurt. Also das ist schon wirklich ganz am Rande und es sind 10 Kilometer bis hierher. Und da finde ich, das kann ich nicht laufen. Und da wäre es echt besser, wenn man eine Fahrkarte hat, aber die natürlich auch billig ist. Ja, also natürlich kostet es was, die öffentlichen Verkehrsmittel, das verstehe ich auch voll. Aber ich finde, das sollte nicht von den Schülern gezahlt werden, weil Bildung ist ja kostenlos hier in Deutschland. Und wenn man jetzt halt ins Gymnasium gehen will, in die 11. und 12. Klasse und sich dann das nicht leisten kann, in die Schule zu kommen und es daran dann scheitert, das fände ich nicht in Ordnung. Ja, ich finde auch das Schwachsinn, dass die VOG dauerhaft die Preise erhöht und dann immer weniger Leute fahren und sie es deshalb noch mehr erhöhen. Also es ist ja eigentlich ein Teufelskreis und deswegen finde ich schon, dass man sich für die 15 Euro Schülerticket auf jeden Fall einsetzen sollte. Wenn das Monatsticket für jeden umsonst wäre, dann wäre schon ein großer Schritt erreicht, damit jeder von uns wirklich befreit ist von sowas wie Geografie und auch teilweise zum Beispiel sozialen Hindernissen, wenn es um Fortbewegung und Mobilität geht. Und dann müsste man nur noch tatsächlich für alle Leute die Beförderung gut machen und nicht nur für Schüler. Also die Forderung generell ist ja 15 Euro Schülerticket. Dafür sind wir jetzt auch hier, dafür kämpfen wir ja auch. Und es ist halt sowas, 15 Euro ist ein Betrag, kann sich, ich denke, fast jede Familie leisten. Und ja, ich denke, wirklich mehr können wir in der Hinsicht jetzt auch nicht erreichen. Deswegen 15 Euro wäre schon super, wenn wir das erreichen können. Ja, also ich finde es auf jeden Fall besser, wenn die Preise insgesamt auch nicht immer weiter steigen. Steigen ja jedes Jahr um 20, 30 Cent oder sowas. Und wenn man die auch insgesamt jetzt nicht unbedingt jedes Jahr steigern muss. Und vor allem, dass das Schülerticket auf die 15 Euro untergesetzt wird. Ich fordere von der VOG ein 15 Euro Schülerticket und dass die alten Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen wegkommen für neue Straßenbahnen, U-Bahnen und S-Bahnen. Meine Forderung an die VOG ist, nicht nur für Schüler endlich ein gutes Ticket einzuführen, sondern den kompletten öffentlichen Personennahverkehr ticketfrei zu gestalten und über Umlagen zu finanzieren. Das ist unsere Stadt Nürnberg.